Servus und herzlich willkommen zur 5. Folge der PMS-Reihe. In der letzten Folge haben wir uns Östrogendominanz angeguckt in Bezug auf die Leber und auf den Darm. Haben dann noch so ein bisschen die Serotonin-Thematik seitlich reingeschoben. Also wenn Depression ein Thema für dich ist, wenn Heißhungerattacken ein Thema für dich ist oder wenn generell ein ängstliches Gefühl, eine Reizbarkeit ein Thema für dich ist, dann ist auf jeden Fall die 4. Folge sehr ausschlaggebend. In dieser Folge wollen wir das fortführen, nochmal Östrogendominanz von einem anderen Blickwinkel. Wir wollen nämlich den kompletten Hormonhaushalt einmal überblicken. Falls du damit nicht vertraut bist, Folge 3 erklärt dir das ganze Thema hier. Aber wir wollen auf einzelne Metaboliten nochmal eingehen. Und wir haben das E1 45% in den Eierstöcken, 5% in der Nebenniere und 50% im Fettgewebe produziert. Bedeutet, die Frau braucht ein gewisses Level an Fettgewebe, um ausreichend Östrogen produzieren zu können. Wie das genau funktioniert, zeige ich auch gleich noch, weil das Fettgewebe enthält ein Enzym. Wenn aber zu viel Fettgewebe da ist, dann kommt es eben zu Problematiken dahingehend, dass ein sehr wichtiges Östrogen, ein sehr wichtiger Metabolit, ein sehr aktiver Metabolit abgebaut wird. Sehen wir gleich noch. Denn Östradiol, E2, 95% in den Eierstöcken, also das klassische Östrogen, auch in den Gonaden dann produziert, 5% in der Nebenniere, mit einer sehr hohen Wirkung auf den Zyklus. Das setzt sich dieses sehr aktive Östrogen. Und darüber hinaus nochmal Östriol, E3, 95% Plazenta, 5% Fettgewebe, also die 95% Plazenta implizieren schon, dass während der Schwangerschaft Östriol sehr stark produziert wird, in Verbindung mit Prostaglandin, für die Milchproduktion beispielsweise zuständig. Sehr geringe Wirkung auf den Zyklus. Und jetzt, wie schon angesprochen, E2, was zu 95% in den Eierstöcken produziert wird, kann abgebaut werden im Fettgewebe über die Aromatase, Ase, immer die Endung für ein Enzym, in Östron E1. Und das hat eine deutlich geringere Wirkung auf den Zyklus. Und somit könnte man im Sinne des Zyklus davon sprechen, dass es zu einem Östrogenmangel kommt, weil das aktive Östrogen abgebaut wird zu einem inaktiven. Zusätzlich besteht das Problem, dass Östron, wir haben es auf den vorherigen Folgen gesehen, wir können auch nochmal ganz schnell zurückgehen, also wir merken uns hier E1 und dann unten die einzelnen Metaboliten. Wir springen einmal fix zurück. Also wir sehen hier in der Mitte Östron, also oben E2 wird abgebaut zu E1 und kann jetzt aber verstoffwechselt werden, zum Beispiel in Richtung 16-Alpha-Hydroxyöstron und dann zu Östriol, E3, was den negativsten Einfluss auf den Körper hat außerhalb des Zyklus. Außerhalb der Schwangerschaft. Es impliziert oder es gibt Hinweise darauf, dass es sehr stark in Zusammenhang steht mit Brustkrebs beispielsweise. Ich habe das schon angesprochen. Wie ist die Verbindung? Östriol bzw. Östrogene generell sind anabole Hormone, bedeutet, sie bauen Zellen auf. Und wenn wir jetzt eine Dominanz in die Richtung entwickeln, dann bauen wir die ganze Zeit Zellen auf und die können dann beispielsweise entarten und das ist dann letztlich die Verbindung zu Brustkrebs. Das ist eine von vielen. Das muss an der Stelle gesagt sein. Aber nur nochmal zur Vervollständigung, also E2 wird abgebaut zu E1 und hat dann die Gefahr, zu E3 zu werden. Wir springen wieder nach vorne, zack, und dann sehen wir einmal die Entwicklung 2-Hydroxyöstron, das war in Richtung links, daraus kann dann die Leber letztlich ein Metabolit herstellen, den es ausleiten kann, also wir können das Östrogen reduzieren, was schon mal grundsätzlich eine positive Entwicklung ist. Wenn Östrogenmangel entsteht, dann ist auch diese Ausleitung nicht optimal, weil wir brauchen ja ein aktives Östrogen für den Zyklus. Aber das größere Problem ist, dass es eben zu diesem 16-Alpha-Hydroxyöstron werden kann, was dann letztlich, wie gesagt, diese Kaskade möglicherweise in Gang bringt, dass wir ein Zellwachstum haben, den wir nicht wollen. Und somit entsteht letztlich diese Aussage, dieses 2:16-Verhältnis, also 2-Hydroxy:16-Alpha-Hydroxy, das ist ein wichtiger Wert, den es gilt zu erheben, wenn mit den Hormonen anscheinend irgendwas nicht in Balance sein soll. Und das ist zum einen auch die Verbindung zur Östrogendominanz, aber auch zu Östrogenmangel, indem der Körper sagt, okay, ich baue mein aktives Hormon zu einem inaktiven Hormon ab. Und das
zeigt sich dann möglicherweise in einer sehr schwachen Menstruation, in einem sehr schwachen Aufbau der Darmschleim, nicht der Darmschleimwand, der Gebärmutterschleimhaut und. Was kann man tun? Das hatten wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, wenn es darum geht, Östrogene richtig auszuleiten, dieses Verhältnis zu stabilisieren, und dann ist eine Fettreduktion ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man eben zu viel hat. Also wenn man schon irgendwie bei 15% ist als Frau und dann meint, nee, es müssen aber die unter 10 sein, da muss man sich fragen, ob das gesund ist. Also man kann es auch immer übertreiben, aber eine grundsätzliche Fettreduktion für viele Frauen, die generell in diesem hormonellen Thema ein Problem haben, lohnt sich. Darüber hinaus Kreuzblütler, Brokkoli, Kohlkraut, Rosenkohl, die enthalten Stoffe, die in der Lage sind, Östrogenmetaboliten zu binden, auszuleiten, zu stabilisieren und den Körper auf die richtige Bahn zu bringen. Und das nennt sich einmal DIM und einmal 3-EC. Man kann das auch supplementieren, dementsprechend stehen da auch Grammzahlen dran. Es ist immer schwierig, in so einem Video eine Aussage zu treffen, so ja, hier, supplementier das. Weil man weiß nicht, ob es daran tatsächlich liegt. Also es kann auch wieder eine ganz andere Ursache haben, also eine ganz andere Kaskade sein. Dementsprechend ist es immer mit Vorsicht zu genießen. Darüber hinaus oxidativer Stress, wir haben es schon angesprochen, zerstört einmal Nährstoffe, zerstört Methylgruppen, die wichtig sind zur Entgiftung. Und sie verändern Östrogenrezeptoren dahingehend, dass sich das Östrogen nicht mehr daran binden kann. Dadurch kann ein Östrogenmangel entstehen. Oder es verändert sich dahingehend, dass die Östrogenrezeptoren unter Dauerbetrieb sind und somit letztlich so verändert werden, dass sie immer wieder ihr Signal abgeben. Das geht auch. Und Antioxidantien sind natürlich in diesem Fall the way to go. Dann haben wir schon angesprochen, Leberentgiftung Phase 2, Vitamin B6, B12, Folsäure, das sind die wichtigen. Können aber auch andere sein. Ganz speziell Methylgruppen werden beispielsweise über Methionin geliefert oder SAMe, S-Adenosylmethionin. Die habe ich hier nicht aufgeschrieben, weil man damit auch so ein bisschen Faxen machen kann. Also man kann es auch übertreiben. Vor allem, wie gesagt, an dieser Stelle, wenn ich den Darm überlade mit Metaboliten und der nicht richtig vorbereitet ist, ich habe es in der letzten Folge angesprochen, dann sehen wir auch wieder eine Wiederaufnahme von Östrogenmetaboliten, was auch zu einer Dominanz führt. Und dementsprechend eine optimale Darmfunktion, sehr, sehr entscheidend. Leinsamen, Pflanzenfasern generell oder Calcium-D-Glucarat bietet da schöne Möglichkeiten. Jetzt schaue ich mal auf die nächste Folie. Und da kommen wir dann zum Progesteron-Thema. Was ich an dieser Stelle noch sagen will, was ein sehr großer Faktor ist, auch zur Östrogendominanz, also Östrogenmangel, ist tatsächlich eher aus meiner Erfahrung seltener zu sehen, hängt dann teilweise auch mit der Verschiebung Richtung Testosteron zusammen. Wir sehen unten rechts, Östron kann auch zu Testosteron werden. Also dahingehend gibt es dann auch gewisse Tendenzen. Aber die Östrogendominanz ist tatsächlich das große Thema für Mann und für Frau an dieser Stelle jetzt, weil es geht weniger um die Metaboliten, die man selber produziert, sondern um Fremdstoffe, die wie Östrogen wirken. Man spricht dann von Xenoöstrogen. Xeno bedeutet fremd, körperfremd. Und Xenoöstrogene sind beispielsweise Parabene, Phthalate. Gewisse Pflanzenschutzmittel, Pestizide wirken auch als Östrogen im Körper. Also es sind Stoffe, die sind gar kein Östrogen, aber sie wirken als solches in unserem Körper. Sie sind in der Lage, sich an Östrogenmetaboliten, an Östrogenrezeptoren zu binden, um dieses Signal eben abzugeben. Und das ist ein immer größeres Problem und ich will hier keinen Aluhut aufziehen und direkt irgendwie alle Leute alarmieren, aber man sieht in der Entwicklung beispielsweise des Testosterongehalts von Männern über die letzten 50 Jahre, über die Qualität der Spermien, dass eben immer mehr Umweltgifte eine große Rolle spielen, wenn es um den Hormonhaushalt geht, und dementsprechend eine gezielte, eine effektive Entgiftung, was diese Xenoöstrogene angeht, auch ein sehr, 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 sehr großes Thema ist. Und es wird immer größer vor allem. Und aus dem Grund habe ich auch ein Video zur Entgiftung gemacht und eben gesagt, ey, dieser Entgiftungstee, der reicht halt einfach nicht mehr aus. So leid mir es tut. Aber das ist noch ein großes Thema, wenn es um Östrogendominanz geht. Xenoöstrogene, kann man ein ganz eigenes Video nochmal drüber machen. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil ich Folien dazu habe.
um die einzelnen Sachen zu zeigen, um dann auch exakt zu zeigen, was man dagegen tun kann. Und wenn es eine Sache gibt, die man tun kann, vorneweg, unabhängig, was dann im Körper passiert, ist die Exposition zu vermeiden. Also Weichspüler, beispielsweise für die Bettwäsche, wo man sehr, sehr viel Zeit drin verbringt, wo man schwitzt, wo man die dann möglicherweise über die Haut aufnehmen kann. Wasser aus Plastikflaschen, die Ewigkeiten irgendwo in einem Lager rumstehen, vielleicht sogar mal warm geworden sind. Also es geht dann um das sehr weiche Plastik. Man kann das auch gerne mal testen, einfach so eine weiche Plastikflasche im Auto liegen lassen im Sommer und dann mal einen Schluck davon nehmen. Man kann auch tatsächlich so einen ekligen Geschmack dann schon rausschmecken. Darüber hinaus Heißgetränke aus Plastikbechern, die innen drin beschichtet worden sind. Sehr stark bespritztes Gemüse und Obst ungewaschen zu verzehren. Das sind alles eben diese Dinge, die man vermeiden kann. Aber ich denke, jeder, der das Video bis dahin geguckt hat, der weiß in der Hinsicht, glaube ich, auch schon einiges und weiß sich zu schützen. An dieser Stelle einmal mehr herzlichen Glückwunsch, wenn du es bis zu diesem Punkt geschafft hast. Es ist wieder eine ganze Reihe an Informationen und ein sehr komplexes Thema. Aber aus diesem Grund machen wir diese Videos, weil es eben so komplex ist und weil es spannend ist, das Ganze zu erfahren. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein bisschen Liebe da. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wo wir dann abschließend das ganze Thema mit Progesteron abrunden. Dann vielleicht nochmal so ein kleines Resümee ziehen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.